Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist René Wengelewski und in dem heutigen Video gibt es einen neuen Quick-Tipp. Die EU-Typgenehmigung oder auch Mother Regulation geht an uns alle nicht spurlos vorbei. Beispielsweise ist in diesem 700er hier unter anderem ein Stationärbetrieb für die Zapfwelle verbaut. Was bedeutet das? Wenn der Fahrer absteigt, muss die Zapfwelle innerhalb von 7 Sekunden abschalten. Das Ganze kann ich allerdings mit dem Stationärbetrieb umgehen. Die Zapfwelle bleibt also an, wenn ich absteige. Und ja, ich weiß, viele von euch kennen den Stationärbetrieb mit Sicherheit, aber wissen vielleicht gerade nicht ganz genau, welchen Knopf man dafür drücken muss, um ihn zu aktivieren. Dafür dieses Video, um die Betriebsanleitung in Kasten zu lassen. Was muss man dafür jetzt machen? Also ganz wichtig, wir brauchen erstmal einen Timer. Und dann kennt ihr das ganze Prozedere. Also ihr müsst erstmal eine Zapfwellendrehzahl vorwählen. Und wenn ihr dann die Zapfwelle im Stand aktivieren möchtet, müsst ihr den Taster zweimal anklicken. Wenn ihr das Ganze während der Fahrt macht, müsst ihr den nur noch einmal anklicken. Das Ganze funktioniert natürlich auch als Automatikfunktion, wenn ich diesen Folientaster drücke und dann ganz einfach über Go und End auch integriert ins Teach-In. Wenn ich bei den ganzen Varianten allerdings jetzt den Sitz verlasse, geht die Zapfwelle aus. Das ist natürlich blöd, wenn ich beispielsweise einen Maisleger mit Zapfwellen betriebenem Gebläse habe, das Ganze vordrehen muss oder ähnliches und die Zapfwelle laufen muss. Dann kommt der Stationärbetrieb ins Spiel. Dafür muss ich zuallererst die Handbremse anziehen. Dann muss ich meinen Folientaster für die Zapfwellenautomatik mindestens 3 Sekunden drücken, bis die LED-Lampe blinkt. Und dann kann ich wie gewohnt entweder im Stand über doppeltes Klicken des Tasters oder während der Fahrt mit einfachen Klicken den Stationärbetrieb auslösen. Zudem ist der Stationärbetrieb immer parallel für die Front- und Heckzapfwelle geschaltet und ich kann in Kombination nicht die Zapfwellenautomatik nutzen. Wenn ich die Zapfwelle hinten am Kotflügel einschalten will, muss ich den Stationärbetrieb nicht anmachen und wenn ich die Zündung einmal ausschalte, ist der Stationärbetrieb ebenfalls wieder deaktiviert. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.